liebe Kollegen, der Schluss der Demonstration ist erst am Schlossplatz. Die wollen alle hier noch auf. Der Anfang der Demo ist gerade erst angekommen. Es sind noch tausende Kolleginnen und Kollegen auf der Strecke. Also wer Berlin kennt, der Schlossplatz, der ist ungefähr einen Kilometer entfernt. Da ist der Schluss der Demo. Das heißt, es wird jetzt immer weiter durchgesagt. Die Kollegen sollen noch auf den Kundgebungsort kommen am Alex. Es sind über 10.000 Leute da, mindestens 12.000 wurden schon gezählt. Was sehr gut ist, dass GEW und Verdi zusammen hier die Streikversammlung und Kundgebung machen. Und die Hauptmobilisierung am Nachmittag nach Potsdam ist. Berlin und Brandenburg sind heute zusammen im Warnstreik, im öffentlichen Dienst. Morgen wird die dritte Verhandlungsrunde sein. Der Arbeitgeber hat sich bisher völlig stur gestellt. Und was mir als GEW-Kollege wichtig wäre, dass auf jeden Fall eine Einstufung der Lehrkräfte abgeschlossen wird, der sogenannte LEGO. Das heißt also, bisher ist im öffentlichen Dienst alles geregelt, wer wie viel verdient, nur für die Lehrkräfte halt nicht. Das ist total wichtig. Und die Verhandlungsführerin von der GEW, Ilse Schad, hat auch schon gesagt, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Also das wäre ein sehr, sehr großer Fortschritt, wenn das erreicht würde. Und natürlich auch, dass man 6,5% mehr Lohn für alle durchsetzt. Die Lehrkräfte haben wir schon im Januar gestreikt. Damals hatten wir schon an über 100 Schulen etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen im Streik und haben dagegen protestiert, dass wir massiv benachteiligt sind gegenüber Verbeamteten und Kolleginnen und Kollegen, dass wir mindestens 10% weniger verdienen, und dagegen haben wir uns gewehrt. Und diese Forderung bringen wir hier auch ein in die Tarifauseinandersetzung der Länderbeschäftigten. Wir haben uns gefreut, dass im Februar 5000 Lehrkräfte ganztägig in Berlin gestreikt haben, dass wir endlich so einen Durchbruch hingekriegt haben. Und heute sind wir nochmal deutlich mehr. Wir können endlich und werden zusammen hier streiken, und das ist auch nötig, um den ausreichend Druck zu machen und unsere Forderungen auch wirklich durchsetzen zu können.